meine Freunde. Uiuiui. Und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2 mit mir und den Kollegen. Hallo. Gut, nicht so tief. Oh, hier müssen wir stark vom Gas gehen. Also? Ja, hier wird's enge. Kurve, ja. Ah, du bist leider noch einer, okay. Jo. Was mich mal interessieren wird, ob der wirklich da überhaupt hin muss, wenn wir um hin müssen, oder ob der einfach nur Strange folgt. Mal mehr sehen. Ja, das hat sich jetzt richtig, hat sich richtig gelohnt, hat sich das jetzt hier. 7 Euro, was? Denke ich mal. Aber hier vorne ist schon. Zack. 10 Euro. Das war wieder eine Schranke und wieder 1% mehr. Luxemburg, oder? Das war das doch jetzt, ja. Das wäre ein bisschen für Luxemburg. Luxemburg ist doch nur ganz klein. Ja, aber nicht nur eine Straße. Das ist in Kanada. In Kanada gibt es nur eine Straße. Das wird hier aber nur mal so dargestellt, weil halt, ne? Das ist ja wie wenn du durch Deutschland fährst. Hier fehlen auch einige Autobahnen in dem Spiel. Na gut, die wichtigsten haben sie ja. Die wichtigsten. Aber sonst, wenn du hier die Städte fährst, es wäre schön, wenn die richtigen großen Städte wirklich nur 4 Straßen hätten. Dann gäbe es so keine Probleme. Da gäbe es noch mehr Probleme wie jetzt. Je weniger Straßen da sind, desto mehr Verkehrsaufkommen ist doch. Dann fahren sie übereinander. Ah. Aber ich sag mal, das ist schon ein bisschen. Ne? Ich weiß noch Freitag früh, wo ich in München war. Also, was. Da war ja allein schon beim Runterfahren, war da mehr wie 4 Straßen. Dann bin ich komplett immer durch die Stadt gefahren, hinten raus und dann nochmal unter Schleißheim. Und dann war ich aber zum Glück wieder an der nächsten Autobahn. Mercedes oder was? Oder BMW? Nee, BMW. BMW München, direkt München. Die Außenlager. Fitz 1 und Fitz 2. Mhm. Waren. Mensch! Mensch waren das. Vollidiot! Was ist denn jetzt? Ja, der hat mich voll gerammt, dieser Wichser hier. Der blau-weiße? Nee. Ja, der jetzt hier gerade entgegenkam, klar. Ah, der blau-weiße. Sorry, was war denn das? So wieder Deutscher. 45% Schaden. Ach, du grüne Neune. Erstmal die Karre wieder ankriegen! Kickstarter wieder. Geht leider mal danken. Der war zu weit auf deiner Spur, oder wie? Nee, der ist von vorne gekommen, ist auf meine Spur hingemacht, hat mich vorne angeditscht, also hat mich halt vorne damage-reichend gerammt, ist dann durch die Tankstelle gerammelt und ist hinten wieder raus. Der kommt entgegen, ist durch die Tankstelle und dann wieder raus und in dem Moment kommst du oder was? Nein, bist du gerade an der Tankstelle. Ja, wir können weiterfahren. Nee, pass ja, auf, da wo du jetzt warst. So, ja. Ich war weiter vorne bei der Tankstelle. Er kam von, warte mal. Warte, ich zeig dir das mal kurz. Ich stehe neben dir. Ja. Naja, ich stecke das einfach mal kurz. So, eine Kurzverfassung. Ich war hier. Also, der kam so, guck hin. Der kam so, ja, ich kam von vorne. Der ist einfach rüber, zack, rumgerammt, da rein. Da, wo ich jetzt, also dementsprechend so in die Tankstelle rein. Und dann dementsprechend einfach wieder dann auf der richtigen Seite rausgefahren. Ja, wo ja ganz eindeutig da vorne steht, dass Linksabbiegen da vorne verboten ist. Der, ne? der hat ja auch nicht gedankt. Der hat ja auch nicht gedankt, der wollte mich einfach nur rammen, dieses dumme Drecksvieh. Aber hast du gesehen, der da die ganze Zeit hinter und gefahren ist, der hatte Dings. Der hatte wahrscheinlich total schon. Ja. Jo. Guck mal, unten schreibt jemand was. Ich komm hier nicht mehr raus. Ja, aber ich hab gerade andere Probleme. Was denn da? Der Schengen, wie du siehst. Ach, links einschlagen, Vollgas nach vorn. Oder so. Hat mich schon gewarnt, wenn ich nicht meinen Trailer wieder anhänge, gibt's Ärger. Wer?
Hier das System, der merkt sich das ja. Also? Naja, du darfst ja nicht ohne Trailer hier losfahren. Ja. Sagt wer? Auf die Üben. Ne, guck, da hat doch ein Ding ins Kanya. Ich sag, war aber schnell wieder hier, du. Ja, wir sind ja, ich weiß gar nicht, an welcher Stadt jetzt hier nebenbei noch ist, aber. Ja, der Metz wird da gewesen sind. Ja, der da uns die ganze Zeit hinterher gefahren ist. Ja, der Dark Souls, ja. Der ist dir doch dann bestimmt hinten reingekracht, aber doch relativ eng hinten an dir dran. Ich denke mal, ja, aber ich muss mal Ware checken. Ja, 8% Schaden hinter mir. Na, das geht noch. Was hab ich gesagt für den Wert? Na, ich glaube. Ja, aber ein Spinner muss es am Tag immer geben. Es muss immer so ein Kevin geben. Ja, bei mir auch, ne? Zeitbedingt ist das aber noch sehr gering. Wahrscheinlich, weil die alle noch Mittagsschlaf machen. Ja, hat er jetzt wieder was am Montag in der Schule, was er angeben kann. Und da kommen die Sechstklässler und dann mobben sie ihn und verprügeln ihn. Ja, das ist halt so. Das ist der Kreislauf des Lebens. Also. Nee, muss auch mal sein, sonst wüsstest du ja gar nicht, für was du hier Geld ausgibst. Ja, richtig. Nee, ich wüsste schon, wofür ich Geld ausgebe. Ich würde mir da noch eine Garage irgendwo in Westdeutschland holen. Und vielleicht noch eine in England, weil ja jede Garage, die du kaufst, ist ja normalerweise ein Spawnpunkt. Richtig, aber beim Klassenfeind, da wird nichts gekauft. Im was? Beim Klassenfeind. Klassenfeind? Besser ist, an wird nichts gekauft. So. Ja, yeah. Das ist auch schon so alt. Schreib den mal vor sich, dass ich manchmal lecke. Also, wie sie meinen. Ich glaube, ja. Wo müsst ihr hin? Ja, Baustelle. Ja, also, ich muss heute noch, ne? Du willst schon einkaufen, ne? Ja. Es lässt sich auch sehr gut schreiben, wenn du durch die Kurven fährst. Das Blöde ist ja, selbst wenn du mit Lenkrad fährst, kannst du ja nicht einfach so den Chat aufmachen und schreiben, weil ich glaube, die Steuerung setzt dir da aus, ne? Richtig. Ja, das ist blöd. Sonst hätte das Lenkrad einen richtigen Sinn. Muss ich nur zur Rehe. Ja, überhaupt keine Werbung. Hast du überhaupt geguckt? Nee, das war jetzt. Ich wollte gerade sagen, da schießt er feucht fröhlich in die Kurve, nein. Nachher noch zur Rehe. Muss ich eigentlich nicht, ich muss mal gucken. Ja, ich hatte ja. Ach, das Scheiße, ich kann hier nicht rein. Wo schön falsch geschrieben? Da hat noch ein Tegel. Stimmt! Schreiben und fahren. Das sind Dinge, die gehören nicht zusammen. Schreiben und fahren. Boah, ist das scheiße. Schreiben und fahren. Schreib doch einfach, du musst noch zu Ignis. Alter, das Getriebe, das knirschelt. Ich hör's. Ja, nicht das am Lenken, nicht das, was ich hab, sondern im Spiel. Ja. Aber so wie es aussieht, hast du zwischendrin jetzt keine Motorfehlfunktion oder so, ja, oder? Ja, doch, aber halt nur kurze. Ja. Da fällt er jetzt nicht so weit vom Speed ab. Ich überleg's, wenn das wirklich so wäre, ne? Wenn da plötzlich einfach mal ausgehen würde.
Wäre ein gutes Gefühl. Ja, vor allen Dingen, da reißt ja der Ölfilm alles ab, ne? Mhm. Wenn du da gerade in im Berg hochziehst, der Turbo wird voll belastet, ne? Und auf einmal reißt der Film ab und der Turbo dreht sich so schön mit 100.000 Umdrehungen pro Minute, ne? Da gibt's einen kurzen Schlag, Alter, da ist Feierabend, da kannst du ihn zwar wieder anschalten, mhm, aber da geht nichts mehr vorwärts. Hast du gehört, wie, hast du gesehen, wie die Spedition hieß? Ne. Das Evil Empire. Was? Evil Empire. Ey, was Edmund gerade geschrieben hat. Don't park on the... Ha? Oder? Oh, scheiße, oh, hier, hier, hier. Ich dachte, drückst du noch einmal Y, damit du wieder rauskommst. War nicht so. Dann siehst du, dass ich rechts lenken wollte mit D. Irgendwie, du sollst in Rotterdam nicht auf dem Gras parken, irgendwie. Das ist ja klar, in Holland, da sollst du grundsätzlich nicht auf dem Gras parken. Du machst das ganze Zeug kaputt. Was solltest du den Chatter so schon zulassen? Ich? Ja. Aber hier, na, hier geht's bergauf, links, rechts, links, rechts. Ich sehe das schon gerade. So, was? Reason Park in Rotterdam. Ah, da wurde der Kleiner mal gebannt. Das sind echt ein paar schöne Berge hier, ne? Gucke mal geradeaus. Ach. Da ist der rechts hier der Reiteralpe, siehst du? Ne, sehe ich nicht. Ne? Nee. Links ist der Watzmann. Ganz ja, groß mit seinen 7 Kindern. Richtig. Links. Ne, ich muss geradeaus. Wie viele Kilometer hast du noch? 5. 200. Elf, dann wartest du. Folg mir mal an, warte einfach mal, dann komm ich gleich mit. Boah, schon dran vorbeigefahren. Da wird am Standstreben. Junge. Ich glaub, da wird sich hinter mir jetzt auch gedacht haben, was ist denn hier Phase? Wenn er jetzt schon hinten dagegen geprallt ist. Aber ich muss das hier dann mit in die Kiesgrube schaffen, dann Glückwunsch. Na, deswegen bist du so weit außerhalb. Oder aus. Ja, jetzt noch mal mein Fahrerhaus, ich mach gleich die Gardinen zu. Zack. Was haben wir jetzt? Ja, 1% mehr Schaden macht es auch nicht mehr aus. Prozent Schaden an der Ware, da bleibt von der Kolonie nichts mehr übrig. Ne? Nicht mehr viel. Werde ich jetzt mal. Alter, der Wodka da unten, der legt aber ganz schön los, wenn der online kommt, oder? Ja, ja. Das ist so bald, das ist nur Bann, Bann, Bann. Geht da rum, der Bannhammer. Gucken, wie lange es dauert, bis sie mich anschreiben hier. So, annehmbar. Hm? Minus. Na gut, minus 2000, das geht. Wie viel hast du da verdient noch? Über 20.000, oder? 26.000 plus 7.000 für Level 20 plus 3.000 für Fähigkeitsrang 5. Nochmal plus 3.000, nochmal plus 5.000 für dringende Lieferung. 14% Abzug für Schäden sind 2000, immer noch 45.000, die ich ja verdient habe. Level 21, Meister. Ach, mhm. So, dann bin ich leider bei dir. AFK on the road. Ich? Nee, ich stand gerade am Chat unten drin. Beim Bannmeister. Ja, naja. Fein, mitten in der Wiese stehe ich. Wenn mir die Säure ausläuft, Alter, ist alles ruf. Und ja. Nichts mehr. Du bleibst. Ich mach so Kollisionstrainer rein.
Hast du keinen Auftrag nach Stuttgart von hier aus? Nö. Beziehungsweise habe ich Was? jetzt nicht geguckt. Wollte ich schon sagen. Da kommt der Anker raus. Aber diesmal hat er geguckt, ne? Mit Hänger, wo es wichtig wäre, da guckt er nicht. Nö, nö. So. Starten. Bremse raus. Ich hab doch der Bremse raus. Mann. Oh, Schild. Da. Und los geht's. Einfach nach Stuttgart fahren, ne? Genau. Nach Nürnberg. Nach Nürnberg, mehr da. Meine Freunde, wir sind aber erstmal wieder fertig hier für diesen Part. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten wieder. Bis dann. Haut rein. Tschüss. Tschüss.